So, ahoi, du wunderschöner Mensch da draußen vor dem Bildschirm. Ganz herzlich willkommen zu einer weiteren kurzen Plauderei. Und kurz muss die heute tatsächlich ausfallen, denn Earl, der scharrt hier unten schon ungeduldig mit den Hufen. Der hat keinen Bock mehr aufs Büro, will gern raus, seine Runde machen. Wenn du es hier im Hintergrund mal laut schnaufen hörst, dann möchte mein Labrador auf sich aufmerksam machen. Und wenn sich hier mal mein Arm oder meine Schulter mal nach oben bewegen, dann habe ich keine Krämpfe oder Zuckungen, sondern dann ist es der Öl, der jetzt sagt, jetzt will ich endlich los. Ich schlürfe aber jetzt noch meinen Kaffee trotzdem aus. Ich lasse mich ja auch nicht drängeln von dem alten Sack. Und möchte nebenbei noch eine Frage beantworten, die mir immer wieder in den vergangenen Wochen vor allen Dingen und Monaten gestellt wurde. Einige von euch scheinen, gerade von den Neuabonnenten, scheinen immer wieder über den Kanalnamen zu stolpern. Und dann tritt häufig die Frage auf, warum hast du eigentlich, der Kanal hieß ja ganz am Anfang mal ebenfalls wie der Blog Reizdarmtherapie oder reizdarmtherapie.net, das weiß ich gar nicht mehr genau, eins von beiden. Dann habe ich den umgetauft in Everyday Heroes, also Alltagshelden. Und viele von euch fragen sich interessanterweise, warum ich diesen Namen gewählt habe. Da kommt manchmal so wirklich so in den E-Mails, schwingt da so ein bisschen mit, ja, was hat denn das Reizdarmsyndrom so mit Heldenhaftigkeit oder Heldenmut zu tun? Ist das nicht genau das Gegenteil? Viele Betroffene sehen sich ja tatsächlich so ein Stück weit als Opfer und manche benehmen sich auch so, das muss ich natürlich auch sagen. Als ich den Kanalnamen geändert habe, da schwangen eigentlich zwei Gedanken so bei mir mit. Und zwar zum einen hatte sich die Bandbreite der Themen natürlich deutlich erweitert. Also am Anfang habe ich natürlich wirklich viel über das Reizdarmsyndrom gesprochen. Und das ist natürlich auch heute noch ein Hauptthema, aber durch die vielfältigen Recherchen und natürlich auch meine eigene gesundheitliche Entwicklung. Ich wurde ja ganz, ganz früher mal als Reizdarmpatient diagnostiziert und klassifiziert, obwohl da schon immer erhöhte Entzündungsmarker gemessen wurden. Da war mal die Debatte, ist es vielleicht doch ein Morbus Crohn, was auch immer. Um eine sehr, sehr lange Geschichte kurz zu machen, später kamen eben dann die Diagnosen Chronic-Fatigue-Syndrom beziehungsweise eben auch die Mastzellaktivierung und die Eosinophilenaktivierung dazu. Und deswegen hat sich das natürlich immer weiterentwickelt letztendlich und ich habe sehr viel auch zu diesen Themen dann recherchiert und auch publiziert. Also egal, ob chronisches Erschöpfungssyndrom, myalgische Enzephalomyelitis, Fibromyalgie, viel natürlich in die Mastzellgeschichte auch investiert und so weiter. Und dann fand ich natürlich, muss auch irgendwie ein Name her, der das auch irgendwie widerspiegelt, weil allein diese Fokussierung auf den Reizdarm, das war mir dann doch so ein bisschen einschränkend. Und ich habe dann natürlich auch gedacht, Mensch, wenn Leute dich finden wollen, die vielleicht irgendwie über deine Erfahrung mit der Mastzelldiagnostik in Bonn oder in Erlangen etwas hören wollen, oder über diese ganzen systemischen Interventionen, die ich so mache, egal ob die Kältetherapie oder das Fasten, das ist ja für die meisten Reizdarmbetroffenen doch schon ein Stück weit zu krass und für viele auch gar nicht nötig. So, und dann habe ich gedacht, dann schreckt eben der Name auch so ein Stück weit ab, diejenigen, die von anderen Erkrankungen betroffen sind. Was aber der eigentliche Grund ist, und darauf will ich eigentlich heute hinaus, das ist, dass ich absolut finde, dass jeder von euch dort draußen, jede von euch dort draußen, die ihr Schicksal in die eigene Hand nimmt und jeden Tag ihren Arsch hochkriegt, um arbeiten zu gehen, um für ihre Familie da zu sein, für den Lebenspartner, wen auch immer, die Mutter zu pflegen, einfach wirklich sich zusammenreißen, ihren Job machen und nebenher, und da will ich überhaupt nicht, jeder darf mal jammern und darf auch mal einen schlechten Tag haben und darf mal über diese wirklich bescheidenen Erkrankungen schimpfen, überhaupt keine Frage. Aber viele ertragen das wirklich mit einem tatsächlichen stoischen Heldenmut, der es absolut wert ist, gewürdigt zu werden von mir, von anderen Betroffenen, von den Ärzten, aber auch von der ganzen Gesellschaft. Ich finde, diese Leistung wird viel zu oft verkannt, wie wirklich, wie anstrengend das ist, mit einer solchen Erkrankung zu leben und trotzdem seine Pflicht zu tun vor seinen Mitmenschen, vor der Gesellschaft, vor Gott, wem auch immer, wenn man gläubig ist.
Und diese Leistungen zu erbringen und gleichzeitig nebenher, also diese Leistungen, die ja an alle gestellt werden, diese Leistung trotzdem zu bringen, obwohl man diese Einschränkung hat und das teilweise tausendmal so viel Kraft und Anstrengung kostet. Also jeder, der so auch nur in Richtung Chronic-Fatigue-Syndrom mal Erfahrung gemacht hat und chronische Erschöpfung leidet, das ist ja auch beim Reizdarm sehr weit verbreitet, der weiß, wie krass das ist, dort sein Mann oder seine Frau zu stehen. Auf Arbeit, beim Einkaufen, wenn man mit den Kindern nachmittags nochmal auf dem Spielplatz soll, eigentlich nur fertig ist und sich hinlegen möchte und man macht es aber trotzdem. Und dann natürlich zusätzlich noch, denke ich, wenn du diesen Kanal hier schaust, gehörst du eben auch noch zu den Leuten, die sagen, ich will nicht nur irgendwie mein Leben so über mich ergehen lassen und will das alles irgendwie hinbekommen, sondern ich will tatsächlich auch mein Wohlbefinden zurückerobern. Das ist ja eins. Das ist ein Motto auf dem Blog ganz zeitig schon gewesen, erobere dein Wohlbefinden zurück. Und darum geht es hier. Und jeder, der diesen Mut aufbringt, tatsächlich neben diesen ganzen Kraftanstrengungen, die das Leben ohnehin schon bereithält, neben diesen ganzen Schicksalsschlägen, die wir schon erdulden mussten, trotzdem noch zu sagen, ich kämpfe und ich mache weiter und ich lasse mich nicht unterkriegen und ich verliere vor allen Dingen auch nicht den Mut, was man im Angesicht dieser ganzen Beschwerden und Konsequenzen wirtschaftlichen, sozialen und psychologischen ja durchaus tun könnte, das würde jeder verstehen, trotzdem eben kämpft, weitermacht, sich der Ernährungstherapie widmet, dem Fasten und so weiter, was wir hier immer wieder besprechen. Und dazu gehört auch noch so ein zweiter Punkt, den ich noch ganz kurz einfließen lassen möchte, weil aus meiner ganz persönlichen Erfahrung viele von euch da draußen wissen es, bestimmt nicht alle, so inzwischen sind es ja fast 2000 Abonnenten, aber ich habe auch mal ein Video gemacht oder spreche auch manchmal zwischendrin in den Videos das kurz an, dass ich eigentlich noch eine andere große Erkrankung habe und das wird eigentlich von meinem Umfeld, wird das als die richtige Erkrankung in Anführungszeichen angesehen. Denn ich leide unter einer Retinopathia pigmentosa und dieses wunderschöne rechte Auge hier, das sieht überhaupt nichts mehr, das ist vollständig blind. Und er wurde mit Silikon ausgefüllt und das linke Auge, das sieht so um die 5%. Und bei der Retinopathia pigmentosa, und ich gucke durch so einen Tunnel, muss man auch noch erwähnen. Und deswegen der Öl, der hier unten liegt und jetzt raus will gern, das ist ein ausgebildeter Blindenführhund. Und die Retinopathia pigmentosa, die führt unweigerlich irgendwann zur Erblindung. Also das ist eine Erberkrankung, wo interessanterweise die ganz diffus in unserer Familie gesprungen ist. Also meine Geschwister sind ganz normalsichtig, meine Kinder sind ganz normalsichtig. Allerdings hat das ein Onkel und noch ein entfernter Onkel und so weiter. Und da wird natürlich immer gesagt, wenn man das jemandem erzählt, ja, diese Erkrankung ist so schlimm und man bekommt sehr viel Mitleid auf der einen Seite, wo wirklich schon viel Unterstützung. Auf der anderen Seite muss ich sagen, bekommt man auch sehr viel Respekt, sobald man irgendwas tut, was ich eigentlich als ganz normal empfinde. Da wird dann so, ja, um Himmels Willen, wenn mal irgendwo da bei einer Behörde sich vorstellt, sie gehen arbeiten mit der Erkrankung und dann hatte ich, das hatte ich mal in dem Video erzählt, wo ich mich so hier ein bisschen offenbart habe der Community. Da gab es mal eine Frau im Park, die hat gesagt, ach Gott, Sie haben eine Familie und Sie haben sogar eine Frau gefunden mit der Erkrankung. Und da wird immer alles, als wäre das was ganz Besonderes, wenn man so ganz normale Sachen macht, Kinder in die Welt setzt, arbeiten gehen. Ja, und das ist eben damit verbunden, dass man diese Erkrankung eben von außen sieht und dass jeder erstmal im Kopf hat, Erblinden ist das Schlimmste, was es gibt. Gibt natürlich noch heftigere Sachen, definitiv, aber für viele Leute ist das erstmal, wenn die das hören, ist das eine ganz krasse Geschichte. Und niemand wollte verstehen, wenn ich früher gesagt habe, dass das nicht das Übel ist, was mir am meisten Sorge bereitet, weil das ist ja nicht so passiert, dass ich von heute auf morgen eben jetzt die Sicht hatte, so wie es heute ist, sondern ich trage diese Diagnose ja schon lange mit mir rum. Und konnte mich dann auch so über Jahre darauf einstellen und dann gewöhnt man sich seine Strategien an. Ich habe viele Hilfsmittel hier am Rechner, ich habe meinen Hund. Ja, und einfach auch so, dass die Praktiken im Alltag, die verändern sich eben einfach. Man nutzt dann irgendwelche Ausweichtechniken oder Strategien, so dass man eben trotzdem gut im Alltag zu Rande kommt. Und man kann sich darauf vorbereiten, das Ganze ist aber planbar. Ich wusste von Anfang an, das und das wird passieren und es wird regelmäßig schlimmer werden. Und irgendwann wird es halt so sein, dass ich da nichts mehr sehe.
Und dann muss ich darauf vorbereitet sein. Und das Ganze ging aber schon damals, als nur die, in Anführungszeichen, nur die Diagnose Reizdarm stand, war das für mich die absolute Hölle. Ist ja egal, wie man das jetzt gelabelt hat. Aber wenn man am Tag 15, 20 Mal tatsächlich auf die Toilette flitzen muss, unkontrollierbar, unvorhersehbar, den einen Tag hat es einigermaßen funktioniert, da habe ich gedacht, ach, bin hier der totale Chef wieder, kann wieder alles machen. Hab da auf der Arbeit gestanden als Fitnesstrainer und habe mich super gefühlt und Kurse gegeben und das war alles ganz toll. Und innerhalb von 3, 4 Tagen hat sich das so schlagartig umgedreht mit Bauchkrämpfen, mit unaushaltbaren Schmerzen, mit Durchfällen, mit Übelkeit und so weiter. Es ging ja dann noch deutlich heftiger mit Umkippen und Erbrechen. Das war dann schon die Mastzellgeschichte. Auf jeden Fall will ich darauf hinaus, dass diese Sache für mich viel, viel problematischer war, weil ich überhaupt keinen Weg gesehen habe, wie ich das in den Griff bekommen sollte und wie ich es kontrollieren konnte. Also die Medikamente, was am Anfang funktioniert hat, für mich noch relativ gut, Loperamid, und dann habe ich die Dosis immer weiter höher geschraubt, irgendwann hat es nicht mehr funktioniert und ich war komplett eigentlich am Ende. So ist es ja auch in der Psychologie, habe ich ja auch schon mehrfach erzählt, wenn man versucht, den Labortieren eine Depression zu verpassen, dann bringt man sie in so eine ausweglose, unkontrollierbare Situation, meistens eben im Käfig, dass man ihnen einen elektrischen Schock verpasst. Und dieser elektrische Schock wird nicht an irgendwelche Prädiktoren gekoppelt, folgt keiner zeitlichen Reihenfolge, sondern dem Zufallsprinzip. Und irgendwann werden diese Ratten absolut kampfesunlustig, sie ziehen sich zurück, sie werden aggressiv gegenüber Artgenossen. Was nicht passiert, solange Sie irgendeine Ordnung in diesen Reizen sehen. Also wenn Sie wissen, wie Sie diesen Reiz eventuell vermeiden können, wo kann ich hinflitzen, wann kommt der, dann passiert das eben nicht so. Und das habe ich beim ja, bei der Darmerkrankung eben erlebt, beziehungsweise dann auch später so ein Stück weit bei den Mastzellen, solange ich eben keine wirklich effektiven und ursächlichen Therapieverfahren in der Hand hatte, um das Ganze dann doch zu kontrollieren. Ich habe ja jetzt inzwischen viele Videos veröffentlicht, wo ihr eben schauen könnt oder wo du schauen kannst, wie sich das Ganze entwickelt hat. Habe auch meine Laborwerte jetzt veröffentlicht vom letzten Jahr und so. Das ist ja wirklich ja, eine Erfolgsgeschichte, was da passiert ist. Bin ich auch wahnsinnig stolz drauf, auch selber, dass das so klappen konnte. Und auf jeden Fall wollte ich damit sagen, dass man bei diesen ja, jetzt nach außen harten, sichtbaren Erkrankungen eben wirklich da, dass dann alle sagen, ja, man ist ein Held, weil man irgendwas macht oder weil man irgendwie sich nicht unterkriegen lässt. Bei Erkrankungen wie beim Reizdarmsyndrom oder auch bei, selbst bei der Mastzellaktivierung oder der Fibromyalgie sieht das niemand und das wird auch nicht anerkannt, weil das ja sowieso gerade beim Reizdarm sehr bagatellisierte Erkrankungen sind, wo die Leute sagen, ja, da kommt ja immer so ein bisschen dieses von oben herab. Du mit deinem bisschen Bauchkrummeln und so. Müssen Sie denn jetzt schon wieder zu Hause bleiben wegen bisschen Bauchschmerzen und trinken Sie doch mal einen Kamillentee? War bei mir damals so immer, weiß ich noch, wenn ich im Fitnessstudio dann gesagt habe, oh Gott, ich muss nach Hause und mir geht's richtig dreckig. Da kamen dann auch immer so die gut gemeinten Ratschläge, Mensch, trink doch, wir machen dir jetzt mal einen Kamillentee und dann wird das schon alles und da darf man doch auch nie wegen, war ich natürlich noch auch noch deutlich jünger, das war dann irgendwann nach der Ausbildung und da hat man so, ja, wie ungefähr, der hat eben bloß keinen Arsch in der Hose und will das nie durchziehen oder irgend sowas. Und deswegen denke ich, dass gerade diese Leute, die eben trotzdem kämpfen und die sich immer wieder bewähren, und das hat nichts damit zu tun, ob man ab und zu mal sagt, heute habe ich einen Fehltag oder heute geht es mir wirklich mal schlecht, heute lege ich mir nur noch die Wärmflasche auf den Bauch und bewege mich den ganzen Tag gar nie, sondern ob man generell im Leben sein Mann und seine Frau oder seine Frau steht, sein Mann und seine Frau gibt es natürlich auch, und auf der anderen Seite eben nicht den Mut verliert und kämpft und vor allen Dingen auch immer im Hinterkopf behält, dass man das nicht nur für sich macht im Normalfall, sondern eben auch für seine Angehörigen. Für mich ist das absolut immer wieder die oberste Motivation zu wissen, Thomas, wenn du nicht so gesund wie möglich wirst, dann enttäuschst du eigentlich nicht nur dich selbst, sondern eben auch deine Frau und deine Kinder, vor allen Dingen eben die Kinder. Ich will der beste Papa sein, wie es mir irgendwie nur möglich ist. Und da geht es nicht darum, eben, dass man
unverwundbar ist und vielleicht alles mit denen machen kann, aber ich will, das funktioniert für mich zum Beispiel sowieso nicht, weil ich eben auch diese Augenerkrankung habe, aber ich will in dem Rahmen, wo ich das kann, will ich zumindest mir nicht später sagen, du hast nicht alles versucht, um das Maximale dort rauszuholen und so gesund zu sein zumindest, dass du mit deinen Kindern wundervolle Urlaube verbringen kannst oder was auch immer bei irgendwelchen Auftritten dabei sein kannst, beim Abschlussfest und so weiter. Das ist mir ganz, ganz wichtig und ich denke, dass wir da auch wirklich eine Verantwortung mit uns tragen und deshalb denke ich, wir sind alle Kämpfer, wir sind alle Helden, Alltagshelden eben. Man übersieht das ganz, ganz schnell, diese vielen Leute, die im Alltag wirklich alles geben, alles investieren und jeder, oder nicht jeder, aber sehr, sehr viele von uns, egal in welchem Land, egal an welchem Ort auf dieser Welt, tragen letztendlich ihr Päckchen mit sich. Viele haben Erkrankungen, viele haben irgendwelche psychischen Leiden natürlich oder Erfahrungen gemacht, die sie sehr traumatisiert haben. Und trotzdem werden daraus keine resignierten Menschen oder keine Menschen, die irgendwie nur noch das Böse in anderen sehen oder in der Welt an sich, sondern die alles dafür tun, eben ihr eigenes Leben zu gestalten und diese Welt so ein Stück weit zu einem besseren Ort zu machen. Und das finde ich auch ganz klasse hier an der Community, dass man hier eben versucht, Erfahrungen zu teilen, sich weiterzuhelfen. Ich hoffe, dass das alles noch ein bisschen anwächst und dass ich da vielleicht auch noch ein bisschen weiter unterstützen kann. Keine Ahnung, Forum, Chat, was es da auch noch so alles gibt. Auf jeden Fall, das soll erstmal die Erklärung werden und jetzt muss ich schauen, jetzt ist es natürlich doch schon wieder hier ein bisschen länger geworden, mein Geplapper. Jetzt verspreche ich euch, damit ihr nicht denkt, ich bin ein Tierquäler, jetzt schaffe ich meinen Earl ordentlich vor die Tür, da kann der dann auch nochmal hier bei Schnee und Eis auch nochmal in den See springen, das liebt der nämlich. Und ja, dann wünsche ich euch allen einen schönen Abend und bis bald.